Einen wunderschönen guten Nachmittag auch von mir. Ich will Sie mitnehmen auf die Reise in ein kleines Praxisbeispiel oder zu einem kleinen Praxisbeispiel der juristischen Lehre. Wir haben KI in der juristischen Lehre in einem KI-Schreiblabor jetzt in diesem Sommersemester 2024 eingesetzt. Unter uns Juristinnen und Juristen überwiegt vielfach die Skepsis, was den Einsatz von KI betrifft. Gerade letzte Woche wurde eine Studie bekannt aus Stanford, in der es heißt, es hapere an der Zuverlässigkeit von KI-Werkzeugen für Juristinnen und Juristen. Wir wollten dem entgegentreten und trotzdem KI mal in der juristischen Lehre einsetzen. Allerdings nicht im eigentlich juristischen Bereich, sondern zur Unterstützung eines Schreibprozesses und zum Erwerb von KI-Kompetenzen bei den Studierenden. Wie haben wir das gemacht? Wir haben in Kooperation mit dem KI-Tutorenprogramm der FAU KI im Rahmen von zwei Pro-Seminaren eingesetzt. Die Pro-Seminare dienen bei uns ganz einfach dem Erlernen der wissenschaftlichen Arbeitstechnik und Arbeitsmethodik. Heißt, man soll in den Pro-Seminaren einüben, wie man denn eine wissenschaftliche juristische Arbeit gut schreiben kann. Ja, zwei Lehrveranstaltungen dieser Art halte ich in diesem Semester. Einmal examensrelevante Rechtsprechung Zivilrecht und zum anderen effektive und bürgernahe Ziviljustiz in Deutschland und Frankreich. Aber der Inhalt spielt keine so große Rolle bei unserem Projekt. Wie lief jetzt dieses Schreiblabor ab? Wir haben drei Phasen vorgesehen. In der ersten Phase gab es eine ganz herkömmliche Einführung in die Bearbeitung einer Seminararbeit. Bedeutet, wir haben gezeigt, wie eine wissenschaftliche Arbeit aufzubauen ist, wie zu zitieren ist, wie Verzeichnisse zu erstellen sind. Und dann haben die Studierenden begonnen, eine Mini-Pro-Seminararbeit zu schreiben. Das heißt, so einen Testlauf zu machen. Und in Phase 2 sind wir dann in die KI-Nutzung eingestiegen. Zunächst gab es Input von unserem KI-Tutor. Er hat eine Einführung in LLMs gegeben. Er hat etwas zum Prompt-Design gesagt und hat den Studierenden geholfen, MS Copilot über den Zugang der FAU einzurichten. Dann konnten die Studierenden selber experimentieren. Und die haben dann meistens versucht, eine größere wissenschaftliche Arbeit komplett mit MS Copilot verfassen zu lassen. Und das ist in vielen Fällen ziemlich gescheitert. Das war auch so unser Ziel. Wir wollten die Studierenden einfach an die Stärken und Schwächen dieser großen Sprachmodelle heranführen. Gemeinsam haben wir dann Regeln erarbeitet und in welchen Fällen KI-Nutzung im Rahmen des Pro-Seminars bei der Erstellung der eigenen wissenschaftlichen Arbeit zulässig ist. Und anschließend begannen dann die Teilnehmenden mit der eigenen Themenarbeit. In Phase 3 wandten dann die Studierenden die Erkenntnisse auf die eigene Arbeit an. Es gab wieder Input. Der KI-Tutor hat das ausgewertet, was ich ihm zugeliefert hatte, in Form einer Korrektur dieser Mini-Pro-Seminararbeiten. Da gab es also menschliche Korrektur. Er hat es genommen und hat versucht, Verbesserungen vorzunehmen mithilfe künstlicher Intelligenz. Und das hat er dann den Studierenden als Input geliefert. Und anschließend konnten die Studierenden selbst derartige Verbesserungsversuche für ihre eigene Arbeit unternehmen. Und so ist gemeinsam im Unterricht, in der Lehrveranstaltung, eine Prompt-Bibliothek auf einem Conceptboard entstanden. Und jetzt schreiben die Studierenden gerade ihre eigene wissenschaftliche Arbeit. Und wir sind schon ganz gespannt, was denn da, welche Verbesserungen da mithilfe von KI-Tools eintreten werden. Was ist rausgekommen? Welche Ergebnisse haben wir erzielt? Hier sehen Sie jetzt die Regeln, die wir gemeinsam mit den Studierenden aufgestellt haben. Wir haben uns darauf geeinigt, nur das Tool MS Copilot zuzulassen und zu verwenden. Ob die Studierenden andere Tools nicht erlaubter Art und Weise verwenden, das ist uns ehrlich gesagt für diese Art der Pro-Seminararbeiten egal, weil das keine Prüfungsleistung ist. Dann ist die Nutzung nur zur Ideenfindung und zur sprachlichen Korrektur zulässig und die KI-Nutzung muss dokumentiert werden in einem sogenannten Prompt-Verzeichnis. Das heißt, bei Recherche muss eine entsprechende Fußnote erfolgen. Bei rein sprachlicher Korrektur brauchen wir keine Fußnote, aber wir wollen eine Art Prozessdokumentation, was denn letztlich mithilfe von KI passiert ist. In Phase 3, also in der Phase der Anwendung auf die eigene Arbeit, haben wir zum Beispiel hier auf der linken Seite eine juristische Gliederung und die ist ziemlich ungenau. Und jetzt haben wir versucht,
mithilfe eines Prompts auf der rechten Seite Umformulierungen vorzunehmen. Und das ist auch tatsächlich ganz gut gelungen. Das Problem dabei ist nur, man muss einiges an Fachkompetenz mitbringen, um die Wertigkeit solcher Formulierungen beurteilen zu können. In der Phase 3 ist, wie gesagt, diese Prompt-Bibliothek entstanden. Die sieht so aus, dass sich hinter jedem dieser gelben Klötze ein brauchbarer Prompt befindet, den die Studierenden anklicken können und auf die eigene wissenschaftliche Arbeit anwenden können. Und das Ganze haben wir natürlich auch mit Negativbeispielen gemacht, zum Beispiel bei der Formulierung oder Ergänzung von Fußnoten einer juristisch-wissenschaftlichen Arbeit. Das können große Sprachmodelle natürlich nur schlecht leisten, aber wir fanden es wichtig, dass die Studierenden sowas mal gesehen haben. Was haben wir bis jetzt gelernt? Eine umfassende Evaluation steht noch aus, sodass sich diese Erkenntnisse noch in Grenzen halten. Wir sind der Meinung, dass große Sprachmodelle im juristischen Bereich Potenzial haben, das allerdings momentan noch vor allem für die sprachliche Arbeit, eher weniger für die inhaltlich-juristische Arbeit. Dieses Potenzial sollte aus unserer Sicht nicht ungenutzt bleiben. Man könnte sagen, naja, die Studis, die kennen das sowieso alle. Wir haben das abgefragt und unsere Digital Natives waren gar nicht so digital affin. Nur etwa ein Drittel der Studis in meinen Pro-Seminaren hatte eine Vorerfahrung mit großen Sprachmodellen. Oder sie haben es mir nicht gesagt. Dritter Punkt. Die individuelle Unterstützung und der Input der KI-Tutoren hat sich sehr bewährt. Ich als Lehrender der Rechtswissenschaft hätte diesen Input und die individuelle Betreuung zum Thema KI in meiner Lehrveranstaltung nicht in dieser Dimension leisten können. Viertens, es bestehen große Befürchtungen der Studis im Hinblick auf die Chancengleichheit bei Zulassung des KI-Einsatzes in wissenschaftlichen Arbeiten. Meine Studis waren sehr dankbar für diese gemeinsam erarbeiteten Regeln, zum Beispiel Nutzung nur von MS Copilot, wo es den Zugang der FAU dazu gibt. Und fünfter und letzter Punkt, es ist aus unserer Sicht weiter zu überlegen, wie alle Studierenden, jedenfalls die der Rechtswissenschaft, eine fachspezifische Einführung in KI und die Nutzung von KI-Tools erhalten können. Und daran wollen wir am Fachbereich auch arbeiten. Vielen Dank.